So, willkommen zurück zu Let's Play Stalker. Wir sind dabei stehen geblieben, ja, also verschiedene Scanner aufzustellen für die Wissenschaftler an diesen drei Punkten. Und ich denke, danach, oh, wir haben weg hier, werden wir uns endlich nach Pripyat begeben. Das sage ich wahrscheinlich schon seit 5 Folgen, oder 6. Aber, tja, damit müsst ihr leben. Wir hatten ja noch in der letzten Folge einen Erfolg freigeschaltet, Pionier. Unterschiedliche neue Erkenntnisse haben es zu den Professoren Hermann und Serski ermöglicht, in der Zone ein neues experimentelles Präparat herzustellen, ein Anabiotikum. Von haben wir, glaube ich, sogar eins. Damit können wir eine Emission überleben, falls wir es nicht mehr rechtzeitig schaffen, in Deckung zu gehen. Und hier sind wir da. Söldner-Zombies. Oh, der hat den Herkules. Die Banditen haben sich hier wieder eingenistet. Du musst sicher mal durchrennen. Чё, крутой, да? Убери волын! Danke. Oh, wir sind schon längst dran vorbeigelaufen. Oh. Ich meine, ich bin schon längst dran vorbeigelaufen. Neuen Detektor. Können wir auch gleich mal sehen, wo die Feueranomalien sind. Trotzdem können wir speichern. Ah, da ist gefunden. Schauen wir uns gleich an. Hier müsste die Stelle sein. Hier. Was haben wir denn eigentlich jetzt da aufgenommen? Gravit. Aha. Plus 2 Strahlung, plus 8 Kilogramm, was wir tragen können. Wäre toll, wenn wir mehr Plätze hätten, aber das haben wir nicht. Ich glaube, ich muss mich dann nachher, wenn wir in den Untergrund gehen, entscheiden, was ich da mitnehme für Waffen. Weil die PKM wäre sicher nicht schlecht wegen dem hohen hohe Munitionskapazität. Jetzt habe ich es. Aber zieht dann doch sehr stark hoch. Eine Pseudo-Runde. Keine Gefahr mehr. Bin auch aufgestellt. Mal gucken. Ah ne, da müsste ich so eine Jump-Sequenz machen, hab ich keine Lust drauf. Muss man noch eins aufstellen. Dann hätten wir das auch schon. Und dann ist die Frage, was nehmen wir mit nach Pripyat? Auf jeden Fall
eine starke Nahkampfwaffe und ein Scharfschützengewehr würde ich sehr gerne mitnehmen. Mitnehmen. Vielleicht die SVU. Wäre so mein Favorit. Auf die können wir hier noch einen Schalldämpfer dran schrauben. Schnell nochmal speichern. Uiuiui. Keine Artefakte. Kleiner Hänger wieder. Ach du Scheiße. Oh. Nee, ey, nee. Was sind denn das hier? Schnorks sind immer verdammt schnell. Zumindest in engen Räumen. Bei der Strecke sind sie weniger gefährlich. Aber eigentlich trifften diese auch nur in engen Behausungen. Ratten? Oh, super. Hat sich ein Söldner selbst weggehauen. Das war der Pianist. Der arme Pianist. Was hat der eigentlich hier für eine Waffe? Eine HK? Eine Heckler und Koch. Mit Rotpunktvisier oben drauf. Würde auch ziemlich leicht sein. Können wir uns mal vormerken. Da würde ich nämlich lieber die mitnehmen, anstatt das schwere PKM. Erstmal hier alles abgeben. So, hier sind die Scanner. Okay, er hat eine neue Anomalie gefunden. Eine komische. Und können nicht mit ihm handeln. Und die sollen wir uns bitte angucken. Findet sich hier. Die gibt auch noch eine. Aufgabe gibt, glaube ich, uns noch eine. Ja, einen kleinen anderen Bonus. Das hier mal alles schnell an. Ist ja nicht weit weg. Und diese Anomalie können wir nur mit unserem Detektor finden. Stalker mit ihren normalen können das nicht. Läuft. Das war, glaube ich, Versteck, was wir nicht hätten haben looten können. Ich glaube, das ist da oben drauf gewesen. Припасы почти...
Ah, da haben wir sie schon. Aus wie die Sphäre aus dem Film Sphere, oder wie der heißt. Es reagiert. Hallo? Aha. Wächter. Mit Waffen. General Tischkovs PDA. Der letzte Eintrag auf dem PDA ist eine Tonaufnahme. Egal welcher Weg wir einschlagen, wir landen immer genau an der gleichen Stelle. Ich habe mich immer noch nicht an diesen Nebel gewöhnt. Es ist merkwürdig, dass Chiapurinji spurlos verschwunden ist. Vielleicht hat er einen Weg nach draußen gefunden. Sechster Tag. Wir haben kein Wasser mehr. Der Oberst wurde wütend. Er hat zwei Leute aus kürzester Distanz abgeknallt und anschließend sich selbst eine Kugel in den Kopf gejagt. Jetzt bin ich in dieser verdammten Anomalie ganz auf mich allein gestellt. Hätte ich unsere Funkverbindung zum Hauptquartier nicht unterbrochen, hätten sie uns retten können. Und die Wächter hätten nicht existiert. Ich frage mich, wie diese Dinge ihren Lauf genommen hätten. Ach, was soll's. Hauptmann Tschenkov ist vor langer Zeit gestorben. Unser General Und General Tschenkov. Jetzt versuche ich es vernünftig vorzulesen und die Namen machen mir einen Strich durch die Rechnung. Tschenkov, super. Und General Tschenkov von den Wächtern wird ihm folgen. Ich vermute, das versteht man unter Gerechtigkeit. Die Aufnahme endete mit einem Schuss. Ja, deutlich hörbaren Schuss. Tschenkovs. Geht irgendwie. Куда ни пойди. Каждый раз возвращаешься на одно и то же место. Туман этот чертов. Привыкнуть невозможно. Чепурной исчез и с концами. Странно. Может, нашел выход. Шестой день, вода вышла вся. А полковник свихнулся. Двоих расстрелял и себе пулю в лоб. Я теперь один. Один внутри этой долбанной аномалии. И дернуло же меня устроить обрыв связи со штабом. Могли бы забрать, а? Пенсия, дача, рыбалка. Не было бы никакого долга. А правда, интересно, как бы все повернулось. Только к черту. Капитан Тачинко уже мертвый давно. А генерал Долга Тачинко сейчас уйдет. Скоро. Верхнюю тундру, мать ее. Места у богатой дичью. Такая вот справедливость. Ach, war die Tonaufnahme. Hat er sich selbst gerichtet, weil er keine Hoffnung mehr sah. Und diese Tonaufnahme könnten wir eigentlich auch den Wächtern geben, denke ich mal. Die Freiheit hätte sicher auch großes Interesse. Ich sympathisiere ja eh mit den Wächtern, also von daher lasse ich sie lieber denen. So, ich muss nun wieder die Musik ausstellen, leider. Es tut mir sehr leid. Soll ich noch schnell die Sachen hier verkaufen? Zehntausend. War nicht schlecht. Ein sehr teures Artefakt. Die Wächter waren hier. Let's have a look. Okay, er denkt nicht, dass es die anderen wissen müssen. Und es ist besser, wenn niemand diesen PDA wieder sieht. Und wir geben ihn
ihn und wir bekommen eine OTS-14, 4180 Schuss panzerbrechende Munition und 4 Granaten. Also die hier. Eine gute Waffe. Haben wir aber schon. Und die könnten wir theoretisch auch mitnehmen. Aber da fehlt uns die Muni. Habe ich nicht mehr so viel, glaube ich. Lapua Magnum. 35 Schuss. Für die habe ich dann schon eher was. Und wir haben ein Hochkontrastvisier. Es wiegt doch, glaube ich, nicht so viel. Obwohl die schon ziemlich stark ist. Ich würde dann lieber die mitnehmen. Und dann lassen wir die hier. Sturmgewehr, würde ich jetzt die mitnehmen. Ich finde es doof, man kann die vergleichen, aber man muss immer in der Toolbar das Gewehr haben. Schussgenauigkeit ist besser, Feuerrate. Gut. Was ihr gerade gehört habt, wahrscheinlich mein Wecker. Das war immer so ein Kaliber 50 Maschinenpistole. Die könnte ich auch mal gucken, ob ich die irgendwie aufrüsten kann. Das würde mich mal sehr interessieren. Und die brauchen wir eigentlich auch nicht. Ich meine, das ist eine tolle Waffe, aber wenn ich die eh nicht benutze. Genauso wie die. Die hätte ich sogar am liebsten das Spiel durchgemacht. Nehmen wir die jetzt alle mit und verkaufen den Rest und gucken mal, was wir aufbessern und was dann im Endeffekt mehr Potenzial hat zu wirken. Auch nicht. Zack, weg damit. So, und dann ab zu Nitro. Oh, der kann ja jetzt hier auch einige Verbesserungen dran machen. Ist schon nicht schlecht. Hier auch. Kann er hier noch was machen? Nee, dann braucht er noch Kalibrierungswerkzeug. Wie viel Schuss haben die? 10. Wird er 5 reinmachen. Na, oh, die mag ich. Die nehme ich. Ist auf jeden Fall schön leicht. Hier nochmal eine Verbesserung. Also, da kann man wirklich gut was anfangen. 10 Schuss extra reinmachen. Wäre ja nicht verkehrt. Hier können wir den Rückstoß nochmal verbessern. Die Handhabung, Zuverlässigkeit wäre auch nicht schlecht. Präzision oder Rückstoß, das ist jetzt die Frage. Ich würde den Rückstoß wegnehmen. Präzision haben wir schon voll. Und da die Handhabung noch. Stiefenrohr ist bestens. Ein Hochkontrastvisier könnten wir uns noch reinbauen. Wäre vielleicht nicht verkehrt. Eine sehr kleine Waffe. Wie Schaden macht die eigentlich? Ist die. Ja, die ist schon ordentlich. Rückstoß nochmal verbessern. Da einen Rückstoß nochmal rausmachen. Zuverlässigkeit. Schüsse waren 20. Da können wir nochmal 10 reinpacken. Mal 30 Schuss. Handhabung, Zuverlässigkeit. Nochmal erhöhe die Feuerrate. Bei dem geht das ja. Schießt er wirklich sehr, sehr langsam. Zuverlässigkeit und die Präzision. Das hätten wir auch. Dann würde ich die auch mal testen wollen. Für die könnten wir uns auch noch einen Granatwerfer holen. Nicht sogar dafür. Aber da haben wir, glaube ich, sogar einen noch unten. Kaufe ich noch Granaten.
unten. So, haben wir das auch. Scheinbar haben wir auch. Die lassen wir hier. Die nehmen wir als Zweitwaffe mit, falls was los ist. Falls die irgendwie blockiert oder zu beschädigt ist. Da nehmen wir die. Die dürfen wir nicht vergessen, die Munition auch nicht. Obwohl eine Desert Eagle, ehrlich gesagt, glaube ich, die bessere Wahl wäre. Die ist noch leichter. Ach, egal. Das heißt noch leichter, aber... nehmen wir die einfach mit, mein Gott. Können wir die mal ausprobieren. Pack mal drauf. Dran. Das lassen wir hier. Genauso wie das. Haben wir auch nicht. Das ist Futter. Das. Auch nicht so viele, denke ich. Die Munition dafür. Dann nehmen wir die Panzerbrechende mit. Das ist ja die normale. Ja, dann haben wir schon mal eine mit Granatwerfer. Noch mal schnell hier eine Munitionspackung für. Kaliber 50, hat er überhaupt welche? Ja. Ach, der verkauft hier noch zusätzliche Munition. Was ist das? Armor Piercing und das ist auch Armor Piercing. Oder OTM, was ist denn OTM? Das ist Armor Piercing. Das reicht, ehrlich gesagt, wenn wir die nehmen. Nur noch ein paar Schuss. So, und dann würde ich sagen, gehen wir hier raus. Oder... legen uns lieber nochmal schlafen, weil damit wir voll ausgeruht unser Abenteuer starten. Und wenn wir aufwachen, werden wir dann bei Sudo sein und uns auf dem Weg nach Previat machen. Und bis dahin, danke für, dass ihr zugeschaut habt. Viel Spaß noch beim weiteren LP. Und macht's gut.